Samsung Galaxy M31 oder Vivo V20C, das fragen sich viele von euch. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Design. Im Bereich Design gewinnt das Vivo V20C sehr knapp mit 50 zu 48 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 20 Gramm leichter, 1,1 mm dünner, 1 mm schmaler und 12,6% geringeres Volumen. Das Galaxy M31 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 1,8 mm kürzer. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm ist das Galaxy M31 mit 66 zu 46 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 0,5% höhere Pixeldichte, besitzt bruch- und kratzfestes Glas und Bildschirm ist immer an. Das Vivo V20C hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2,6% höhere Auflösung und 0,6% größere Bildschirmgröße. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Galaxy M31 mit 88 zu 86 Punkten sehr knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 5,3% schnellerer Prozessortakt, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 256 GB mehr externer Speicher unterstützt, 12,6% höheres Benchmark-Ergebnis und 2 Speicherkanäle mehr. Das Vivo V20C hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2 GB mehr Arbeitsspeicher und 3 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das Vivo V20C mit 62 zu 55 Punkten deutlich vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat einen CMOS-Sensor, es hat einen manuellen Fokus und eine Blitz-LED mehr. Das Galaxy M31 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 41% mehr Megapixel der Hauptkamera und zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme. Audio. Bei der Kategorie Audio kommen beide Smartphones auf 62 Punkte. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Produkteigenschaften. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das Galaxy M31 mit 66 zu 64 Punkten sehr knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 46% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Galaxy M31 knapp mit 83 zu 79 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: unterstützt NFC und unterstützt ANT+. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Samsung Galaxy M31 das Vivo V20C mit 64 zu 63 Punkten haarscharf. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Produkt ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.